Du hast gesehen, Matze, da hat jemand seine Ostereier nicht gefunden. Da ist das Frühstück gesichert. Was ist eigentlich mit dir passiert? Sag mal, du bist so dünnhaarig geworden. Ich wollte mal ein bisschen Sonne, die Sonne ein bisschen an meinen Kopf reinlassen. Und sonst hängen ja die Haare immer so ins Gesicht runter. Und dann, dann beschwerst du dich wieder, dass ich hier wie eine Kalkwand rumsitze. Und dann weiß ich wieder nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, okay. Ich hatte viel Sonne am Wochenende. Viel Sonne. Ja, ich auch. Ich oder wie nennt man das Ding? Draußen grüne getan. Flasche mit dem weißen Deckel oben drauf. Draußen getan habe ich. Ja, wir haben es ganz kurz nur. Wir halten uns gar nicht so lange auf dieses Mal heute, weil wir haben mal Gott sei Dank nicht so viel zu sagen, sondern können nur noch ein bisschen was erzählen. Wir berichten darüber, was die Woche alles ausfällt. Corona. Quatsch, der ist ja noch da. Ach so, der ist noch da. Das Ding. Aber du hast es gehört, ja? Es gibt... Wen? Drei Genesene. Ja, so weit bin ich noch gar nicht. Warte, ja. Lass mich mal, ich rede doch noch. Komm hier, red mir gleich dazwischen. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, das am Donnerstag wäre gewesen, der Maibaum fällt aus. Nächsten. Was? Der nächste kommt Woche. Doch erst der Donnerstag. Ach doch, diese. Du kannst doch nicht in der Vergangenheit von einem kommenden Tag reden. Wäre gewesen. Wäre gewesen. Am Donnerstag wäre Maibaum. Kommt nicht, fällt aus, ist nicht. So, und der Waldbadlauf am 1. Mai... fällt auch aus. Gott sei Dank. Nach wie vor, ja, schade. Okay, brauche ich nicht mitlaufen. Du kannst ja so laufen. Machst du ja so, machst du ja eh schon. Ja, was jetzt positiv zu bewerten ist, die Fallzahlen Corona steigen, wenn überhaupt, nur ganz langsam hier im Amtsbereich Brück. Nach wie vor nur ein Verstorbener und mittlerweile kommen aber auch die Zahlen der Genesenen langsam in die Gänge. Da steht nämlich jetzt die Zahl 3 mittlerweile da. Und Daumen drücken, dass die Tendenz so bleibt, wenig Neuinfektionen und keine weiteren Versterbenden und natürlich alles Gute für die Genesung der Betroffenen. Genau, und Mundschutzpflicht. Im Einzelhandel und im ÖPNV. Genau, und da ich selten mit dem ÖPNV unterwegs bin. Einkaufen geht es auch nicht. Und einzeln handeln tue ich auch nicht. Na doch, ich gehe ab und zu mal, aber da muss ich mir dann halt was vors Gesicht binden. Nur. Genau, und wenn du das nämlich noch nicht hast, dann rufst du gefälligst die Ines Renner an. Genau. Hier, du kannst wie immer die Telefonnummer einblenden. Danke. Und die Ines ist nach wie vor fleißig am Nähen und hat auch Unterstützung. Auch bei mir zu Hause gestern den ganzen Tag die Nähmaschine, also Fernsehen gucken ging gar nicht. Deswegen ja, habe ich Auto geputzt gestern den ganzen Tag. Das ist Sonntag gewesen. Sonntag ist doch heilig. Da soll man auf dem Rücken liegen in der Sonne. Ja, ich hatte einen Staubsauger in der Hand. Ach so. Autosauger. Hast du Krach gemacht oder was? Nee, so einen leisen Staubsauger. Mhm. Und wie gesagt, die Näherinnen sind fleißig am Werk und nach wie vor liefert die Ines auch. Gerade jetzt hat sie wieder 20 ausgeliefert, hat sie mir heute noch erzählt. Also wie gesagt, sie sind fleißig im Gange und tun was, wer noch keine Maske hat und jetzt beim Einkaufen doch noch in Netto rein will. Genau. Jo, dann haben wir natürlich immer noch Waldbrandgefahr hier und das scheint so manch einen nicht wirklich zu jucken. Ab und zu kokelt es mal hier im Borkheide, aber wir haben immer noch die 5. Aber Matze, da kannst du ja beim Wetter nochmal was dazu sagen. Jo. Und bevor du jetzt einschließt. Sag, kein Feuer machen, Leute. Kein, also nicht nur ein bisschen, sondern kein Feuer. Mhm. Also was ist denn kein Feuer nicht zu verstehen? Wie kein Ohrhasen. Was wolltest du sagen? Du sollst mal was zum Waldbad sagen. Das Waldbad hätte einen Öffnungstermin gehabt am 16. Mai. Der fällt natürlich auch flach. Es gibt verschiedene Varianten über irgendwelche möglichen Öffnungen vom 13. Juli bis 5. September. Das gilt im Moment, so wie ich gelesen habe, für Badeseen. Aber wir haben noch keinen genauen Plan oder keine Information bekommen, was dann nun ein Schwimmbad betrifft. Also jetzt nicht an dem See oder Havel etc., Havelgewässer. Was da nun genau passiert, haben wir leider noch nicht. So wie wir natürlich eine Information haben über das Waldbad, bringen wir das natürlich hier sofort. Mhm. Wir bleiben da im Waldbad im Vorstand natürlich auch dran, dass wir irgendwo Lösungen finden. Aber auch wir sind dort
nur der Pächter. Und solange draußen noch ein Schild davor hängt, Gelände gesperrt, sind uns im Moment die Hände gebunden. So ist es. Jo, dann sind wir schon wieder fast durch. Jetzt kannst du noch mal was zum Wetter sagen und dann gehen wir schlafen. Das Wetter am Wochenende war schon mal sehr schön, finde ich. Ja, war schön warm. Manchmal war es ein bisschen frisch und windig, so Richtung Abend. Aber ansonsten muss ich sagen, für den April. Sonne satt. Und es bleibt mit den Temperaturen nicht ganz so. Wir gehen bis Richtung Wochenende wieder auf die 15 Grad runter. Und die Sonne wird ein bisschen verschwinden die nächsten 2, 3, 4 Tage. Denn ein paar Wölkchen kommen vorbei und Regen würde ich jetzt nicht wirklich in den Mund nehmen, das Wort. Vielleicht tröpfelt es ein wenig. Also Mengen von 2 Litern pro Quadratmeter, das ist nun wirklich sehr überschaubar. Wird bei uns auf dem Waldboden nicht ankommen und die Waldbrandgefahrenstufe wird vermutlich durch die Luftfeuchte geändert. Passt bitte auf, es wird trotzdem brandgefährlich bleiben. Mhm. Genau, na denn. Gucken wir mal, ob es wirklich regnet, weil Regen brauchen wir ja doch mal ganz dringend. Es hat ja fast gar nicht geregnet im April. War ja Sommerwetter. Ja. Na gut, ein bisschen kühl noch draußen, aber trotzdem schönes Wetter. Nichts zu machen, ja? Ja. Hast du gewusst? Nein. Ich wollte, das war nur so eine Äußerung hier so. Ich wollte mal was dazu sagen. Siehst du, da haben wir das Problem. Ich konnte gar nicht so schnell meinen Ellbogen hochheben. Jo, das war's. Na, dann ziehen wir uns nicht in die Länge. Nee, machen wir heute nicht so lang. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Der. Wir? Der. Der? Ach so, der. Ja, der. Der. Lutze. Und der. Matze. Ja. Wir. Bis hast du Montag heute noch, ne? Ja, ist heute ist Montag, ja. Es sind die alkoholfreien Tage, da ist man nicht so fit. Macht's gut. Tschüss.